herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 2. Und könnt ihr das hören? Dieses Nichts? Ich habe den Spielsound nicht runtergestellt, Freunde. Es ist einfach mucksmäuschenstill. Man hört nur den Peter mit seinen Spikes durch den Schnee stapfen. Aber ansonsten ist es hier still. Und das finde ich ein bisschen unheimlich. Ich gehe mal ganz kurz zurück, liebe Freunde. Das ist mir zu unheimlich. Ich mag das nicht, wenn es keine Musik gibt. Dann ist Gothic ganz komisch. Ganz unheimlich ist das. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen, ich glaube, ja. Jetzt kommt die Musik wieder. Da ist die Musik wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, liebe Freunde. Wir sind mittlerweile im Schneegebiet angekommen. Und sind nun auf dem Weg zum letzten Drachen, dem Eisdrachen, dem schwierigsten von allen Drachen. Und ich möchte ganz kurz diesen Feldknöterich mitnehmen, warum auch immer der hier wächst im Schnee. So, wir haben noch den ein oder anderen Mana-Trank. Das heißt, ich lade mal wieder auf, Freunde. Heiltrank nehme ich auch. Alter. Ey, ich brauche echt mittlerweile 7 oder 8 Heiltränke fürs Leben, ne? So. Dann speichere ich das Ganze und ich würde sagen, wir nehmen wieder das Unwetter. Ich hatte ja am Ende der letzten Folge gesagt, ich muss mal gucken, was wir jetzt hier für die Monster im, also für die Monster, für die Kreaturen hier im Schneegebiet nehmen. Ich probiere es jetzt aber einfach mal mit dem Unwetter. Ich glaube, da sind wir doch ganz gut aufgestellt, bevor ich jetzt mich aufmache und hier, huch, was ist nun los? Wo war denn der Sound hin? Komm, einmal geht noch. So. Schaffen wir die Wölfe nicht? Verdammt. Okay. Also die Echsenmänner, die kriegen wir weiterhin ganz gut weg mit dem Unwetter. Irgendwas stimmt mit dem Sound nicht. Kann das sein? Ich höre die Wölfe nur noch ganz leise im Hintergrund. Ich meine, das ist ja von Vorteil. Ich glaube, es ist gerade ziemlich gefährlich, was ich hier mache. Ich kletter mal hier hoch. Da können die Wölfe ja nicht hoch. So. Okay, wir brauchen einen Plan. Also, ich trinke wieder aus meiner, aus meinem Energy, würde ich sagen. Mana, Mana, Mana. Speichern. So, dann mache ich gleich 2 Stück. Das müsste ja... Also irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen verbuggt, kann das sein? Jetzt ist auch die Musik wieder weg. Was ist denn mit dem Unwetter los? Hä? Was ist denn hier mit dem Sound? Okay, die kriegen Schaden. Aber irgendwie weniger, als sie sollten. So. Okay, der Sturm wirkt noch. Ich könnte eigentlich... Ja, es reicht leider nicht mehr. Das ist gerade irgendwie ganz komisch mit dem Sound. Das Unwetter klingt auch ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was hier los ist, Freunde. Ich versuche einfach mal weiterzukommen. Ich höre die Gegner auch kaum. Ich mache den jetzt mal mit der Hand fertig. Handgeschnetzelter Echsenmensch. Meine Spezialität. Also das Schneegebiet ist mir irgendwie nicht ganz koscher, Freunde. Die Golems, die sind halt ein bisschen schwer, die Eisgolems. Da brauche ich echt wirklich den Feuer. Den Feuer. Die Feuerrune, weil da komme ich mit dem Unwetter auch nicht weit. Weißt du was, ich sauf mal nicht so viele Mana-Tränke. Ich nehme lieber hier die... Hatte ich nicht noch mehr Mana eigentlich? Habe ich das schon wieder weggesoffen? Egal. Aber das macht mir jetzt echt ein bisschen Sorgen mit den... Mit dem Unwetter. Oh, er kommt. Was ist denn? Der kriegt nicht mal Schaden. Warum? Funktioniert das hier im Eisgebiet nicht, oder was? Ah. Ey, es funktioniert einfach gar nicht mehr. Was ist denn los, Gothic? Jetzt ohne Scheiß.
Versteht ihr das? Der Sound ist einfach weg. Ich speichere hier mal ganz kurz. Irgendwie sind auch... Irgendwie sehen die... Die Thumbnails für die Speicherstelle auch nicht mehr so ganz frisch aus. Ich speichere mal trotzdem einfach auf den. Mal gucken. Okay, jetzt gibt es wieder ein Bild. Ich beende mal Gothic ganz kurz. Wir sind gleich wieder da, Freunde. Geht gleich weiter. Mal gucken, ob ein Neustart hilft. Das ist irgendwie merkwürdig. Das gefällt mir nicht. So will ich das nicht. So. Ja, ja. Skippen wir. Spiel laden. So. Jetzt bin ich gespannt. Nach wie vor keine Musik. Cool. Dankeschön. Egal. Wir probieren es einfach weiter. Wir schaffen es trotzdem, Freunde. Ich hoffe nur, dass... Okay, er hat Schaden bekommen. Er hat... Scheiße. Er hat Schaden bekommen. Das beruhigt mich doch ein bisschen. Ich sauf mir die Heiltränke einfach rein, Freunde. So. Unwetter. Zack. Zack. Jetzt haben wir hier einen schönen Sound. Das ist doch mal ein schöner Sound, Freunde. Aber es haben doch normalerweise immer zwei gereicht eigentlich, oder? Muss ich jetzt auch noch einen dritten machen, oder was? Wie der hier durchflitzt. Kommt her. Zack. Jawohl. Alle tot. Wunderbar. Den Echsenmenschen nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Okay, ich bin beruhigt, dass das Unwetter funktioniert. Aber krass, wie gut wir hier durchkommen. Ich dachte, hier gibt es ein paar mehr Monster. Also, Kreaturen. So, steck mal weg, Peter. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Wäre natürlich echt cool, wenn das Fell auch so ein bisschen eine weiße Farbe hätte, was wir da einsammeln. Aber muss ja auch nicht sein. Und hier, liebe Freunde, wisst ihr noch damals im ersten Teil? Guck mal, hier, die Spielunke ist zugeschneit. Da haben wir damals das ein oder andere Bierchen gekippt. Da war der Mordrak drin damals. Der Mordrak drin damals doch, ist richtig. Die Kollegen nehmen wir noch mit. Mana, 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 mana. Nein, nicht zur Hafenstadt. Unwetter. Zack. Zack. Musik ist weiterhin weg, aber zumindest funktioniert das Unwetter wieder ganz gut. Kriegt das Un... Jawohl. Das Irrlicht kriegt auch was ab. Nein! Fuck, 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 fuck. Okay, wir machen gleich weiter mit Unwetter. Mit Unwetter, bitte, Peter! So, jetzt ist wieder kein Sound da. Ist irgendwie merkwürdig. Aber egal, Freunde. Let's go! So, was ist mit den Wölfen? Sterben die nicht, oder was? Junge, wie viel halten die denn jetzt aus, neuerdings? So, die Echsenmänner da hinten noch. Liebe Echsenmänner, Dankeschön. Die kriegen auch noch was ab. Hoffe ich mal. Oh. Alter, wie weiß das hier ist. Ist schon krank. So, ich mache wieder einen Abgang. Neu formieren, liebe Freunde. Bevor es zum Eisdrachen geht, machen wir hier alles dem Erdboden gleich. Ohne Musik. So. Das ist das reine Mana. Ich nehme jetzt mal was davon. Okay. Let's go. Unwetter ist am Start. Ich hoffe, der Drache kriegt davon auch ein bisschen was ab dann später. Einer müsste ja reichen eigentlich. Jawohl. Den Wolf kriegen wir auch noch. Komm her, Junge. Zack. Da hinten haben wir wieder einen Eisgolem. Die machen wir dann zum Schluss mit dem... Da oben steht auch noch einer. Mit den Feuersprüchen, mit den Feuerrunen. Und ich glaube, da geht es jetzt zum Drachen rein. Und da ging es damals in die freie Mine hoch. Okay. Hatte ich das Auge Innos eigentlich repariert? Ich glaube, ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch Heiltränke. Wir haben nicht mehr viele Heiltränke, Freunde. Wir haben nicht mehr viele Heiltränke.
Scheiße. Das ist scheiße, weil ich jetzt nicht mehr mit... nicht mehr quick usen kann. Scheiße. Wir haben nur noch zwei. Okay, kriegen wir aber irgendwie hin. Kriegen wir hin, Freunde. Ist doch gar kein Problem. Eins. Zwei. Drei. Das klingt so beschissen, aber die müssten jetzt eigentlich... Ja, oder es juckt die einfach gar... Ey, ganz ehrlich, warum? Warum funktionieren... Liegt das am Schneegebiet oder ist das jetzt einfach nur ein Bug? Manchmal scheint irgendwie das Unwetter nicht zu gehen. Alter, ich will hier nur noch weg aus diesem scheiß Schneegebiet. Es geht mir richtig auf den Sack. Keine Musik? Die Gegner kriegen nichts ab? Was für eine Mana-Verschwendung. Jetzt, ich bitte dir. Come on. Jetzt probieren wir es nochmal. Wo sind die jetzt hin? Sind die jetzt abgehauen oder was? Okay, da stehen die. Unwetter. So, da sind wir wieder. Kurze Unterbrechung. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal jetzt, dass wir jetzt hier vorankommen. Ohne Musik ist es echt... Warum? Alter, mal ganz ehrlich, das ist doch... Damals habe ich zwei für die Echsenmänner gebraucht. Zwei Unwetter. Und jetzt brauche ich hier teilweise... Reichen nicht mal drei. Okay, da sind Wölfe. Die sind ziemlich easy. Da hinten ist der Hort. Da sind noch Echsenmänner. Scheiße, okay. Das wird tricky, Freunde. Das wird tricky. Aber wir schaffen das. Viele Gegner auf einem Punkt. Da freue ich mich immer. Wir speichern. Eins. Ich kann gleich vier Stück machen, weil es wird nicht reichen. Oh, da ist der Drache. Was, und die... Kriegen die überhaupt Schaden, Alter? Was ist denn das schon wieder für ein Rotz? Oh, ganz ehrlich. Was soll das jetzt, Spiel? Was soll das jetzt, Gothic? Warum funktioniert das nicht mehr? Ey, es war so schön. Ich habe mich übernommen, Freunde. Ich habe mich mit dem Unwetter übernommen. Kann natürlich sein, dass es auch einfach hier ja, ihr könnt mich mal. Hier im Schneegebiet nicht richtig funktioniert. Aber warum sollte es so sein? Warum? Wir schaffen das, Freunde. Wir kriegen das hin. Alter, wie viele das auch sind, wa? So. Da müsste ja jetzt eigentlich einer reichen. Cool, nein, funktioniert einfach nicht. Ist nicht drin. Das macht doch keinen Spaß so. Ey, also wirklich, mal ohne Scheiß. Jetzt, oh! Das nervt einfach nur. Das nervt nur. Ich bin so froh, wenn ich aus diesem Schneegebiet wieder raus bin. Ne? Ich habe jetzt auch keinen Bock zu gucken, woran das liegen könnte. Oh, ist das nervig. Ey, vier Unwetter jetzt. Für die ganzen Wölfe einfach. So. Wisst ihr noch damals hier? Das ist die Höhle, wo wir gewohnt haben. Alter. So, ich nehme mal wieder hier so eine reine Lebensenergie. Speichern. So, mal, ich hoffe, das wirkt jetzt mal ordentlich hier. Nein, natürlich nicht. Also, es kann sein, dass es wirkt, aber das klingt schon unglaublich scheiße mit diesem Sound. Und warum sterben die anderen nicht auch? Warum sterben die nicht auch? Ja gut, dann mach ich dich jetzt halt mit dem Schwert fertig, Junge. Kannst du haben. Nichts zu holen. Ich bin einfach ein bisschen verwöhnt jetzt durch das Unwetter, dass das so gut funktioniert hat. Pass mal auf, wir gehen nochmal zu dem hier. Komm mal her. Komm mal her. Den machen wir jetzt noch so fertig. Komm. Oh. Nichts ist, Junge. Komm. Komm. Abgang. Und bevor wir jetzt zum Drachen gehen, will ich mich nochmal hier kurz umgucken. Der Nostalgie halber, Freunde.
Guckt euch das mal an. Wie schön. Also ich meine... Nachricht? Was ist das für eine Nachricht? Keine Musik. Es ist keine Musik da. Pyrokas magischer Brief. Eine Nachricht. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns. Saturas? Ist das echt die Nachricht von Saturas hier oder habe ich jetzt was anderes vorgelesen? Nee, ich glaube... Ja. Eine alte Notiz, eine alte Nachricht von Saturas... Ich gucke mich nochmal kurz um. Wir können auch eigentlich uns erstmal um den Drachen kümmern, bevor wir hier rum einfach direkt zum Hort gehen und alles mitnehmen und wieder abhauen. Nee, wir reden schon mit dem. Und jetzt hoffe ich, dass ich gegen den ankomme. Das soll der stärkste Drache sein. Der Legende nach. Also. Fingreg, rede mit mir. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Ich fühle mich nicht. Ich wurde... Durch die Prophezeiung. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Weißt du eigentlich, dass deine Brüder tot sind? Wer bist du? Ich bin Fingreg, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Ja, natürlich. Ich bin dein Tod, Junge. Wie kann ich euren Meister finden? Welchem Gott dient ihr? Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Kleiner Mann? Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. What? Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Alter, Wissens. Was? Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Ja, welcher Gott wohl? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Ja, natürlich. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Okay, Freunde, und es geht los. Des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Na super, Eisgolems, okay. Okay, ich versuch's mal auf... Oh, fuck, wieso hat er mich getroffen? Ich versuch's auf jeden Fall mal mit Unwetter, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, ob... Na super. Ob der Junge davon was abkriegt? Komm mal her! Fingreg! Scheiße. Okay, wir müssen näher ran an ihn. Alter, das wird schon deutlich... Das wird schon deutlich schwieriger, Freunde. Alter, wieso trifft der... Wieso trifft er mich denn da? Der müsste doch auf sich selber Feuer spucken, wenn er mich treffen will. Okay. Okay. Wir brauchen eine Taktik, Freunde. Ich kann's mal mit dem... Ich
müsste halt irgendwo hin, wo ich Schutz habe erstmal. Die Biester mich nicht treffen. Komm, Peter, geh da hoch. So. Trifft er mich hier? Ich sehe das gar nicht. Ich glaube nicht. Oh, der Drache kommt her. Scheiße. Großer Feuerball. Mal gucken, wie dem das schmeckt. Pass mal auf, Junge. Jetzt mache ich mir noch ein... Wir haben alle Zeit der Welt, Freunde. Alles gut. Die machen nichts. Die stehen einfach nur da, die Jungs. So. Hä? Ich hatte es doch gerade ausgewählt. Ist doch auf der neuen. Super, jetzt, jetzt zückt da irgendwie den großen Feuerball nicht mehr, warum auch immer. Was ist denn jetzt los, Peter? Bitte. Lass mich nicht hängen. Nee, großen Feuerball will er nicht. Ist hier nicht. Heilige Mutter, dann probieren wir den Feuersturm. Gucken. Okay, ich scheine den Eisgolem auch nicht zu treffen. Mit dem Feuersturm kann ich gar nichts ausrichten. Aber warum nimmt er denn den Feuerball nicht? Jetzt, großer Feuerball. Na endlich, komm. Mal gucken. Oh, das gibt ihm ordentlich. Das gibt ihm ordentlich. Ich glaube, das ist er, Freunde. Ich mach das jetzt von hier oben, da kommen die nicht ran. So, komm. Finkreck, dein Ende ist nah. Das schmeckt ihm gar nicht. Das ist halt Feuer, ne? Da kriegt er richtig auf den Poppes. Zack. Und jetzt ist Feierabend, Freunde. Jetzt machen wir die Klappe zu. Der Ofen ist aus. Wenn er versteht, was ich meine. So, das war's mit dir, Finkreck. Alter. Jetzt kümmern wir uns nochmal um den Kollegen. Ja, oder auch nicht. Jo, das tut ihm aber auch ganz schön gut. Gib ihm. Komm. Feuer. Hey. Alter, warum leckt denn das so? Da kommt das Spiel irgendwie gar nicht... So, na endlich, meine Herren. Eisgolem. Nichts zu holen. Nichts zu holen, na super. Herz eines Eisdrachen. Vielen Dank, Finkreck. So, das war der letzte Drachen, Freunde. Das war der letzte Drachen. So, Lederbeutel nehmen wir mit, auf jeden Fall. Nehmen wir alles mit. Die Lederbeutel. Und dann will ich nur noch weg aus diesem scheiß Schneegebiet. Da ist noch eine Steintafel, wenn ich das richtig sehe. Oder liegt die da nur aus... Nein, Steintafel der Magie. Nice. Nehmen wir mit. Sowas nehme ich immer gerne. Lederbeutel... Drachenei. Nice. Wir haben also wieder ein... Wir haben ein Drachenei gefunden. Ich brauche das gar nicht mehr suchen. Damit können wir wieder ins Kloster. Und ich glaube, das war's hier bei dem Hort. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Das war's in der Eiswelt. Kurz und knackig. Ne? Wir machen wieder einen Abgang. Schön sieht's aber aus. Es sieht schön aus. Kannst du nicht anders sagen. Alles voll mit Schnee. Damals sind wir hier noch rumgegeistert. Und haben das ein oder andere Sumpfkraut verteilt. Den ein oder anderen Sumpfkrautstängel. Jetzt gucke ich aber noch, wo es hier oben hingeht. Das würde mich auch mal interessieren. Wir haben noch die Zeit. So, und da weißt du was? Da nehme ich mal wieder meine Feuerbälle dafür. Zack. Wahrscheinlich lohnt sich der Feuersturm mehr. Okay, es hat ihn noch getroffen. Oh, krass, das sieht echt ganz schön gut bei denen. Nein, scheiße. Alter, die Eiswelt ist einfach so merkwürdig. Zack. Okay, weißt du was, den Rest kloppen wir jetzt noch aus denen raus. Ach, keine Heiltränke mehr. Na, super. Den Rest kloppen wir jetzt hier noch raus, Freunde. Zack, kommt mal her, Jungs. Zack.
Stufe gestiegen, nice. Vor allem, die spawnen hier immer irgendwie, die droppen immer kurzzeitig ihre Eisruhen. Was haben wir denn hier? Schlachtaxt. Großer Lederbeutel. Und das war's. Weiter können wir hier nicht. Also zur freien Mine geht's auch nicht mehr. Aber Freunde, ich würde sagen, wir haben auch, was wir wollten. Da unten, da ist noch ein Eisgolem, den holen wir uns auch noch. Alter, wir machen hier alles nieder. Wir machen hier alles nieder, Freunde. So, Mana, 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 Mana. Muss ich mir eh neue Tränke kaufen. Also von daher. Jetzt macht er wieder Scheiße. Jetzt macht er wieder Unwetter. Das wollte ich doch gar nicht. Zack, zack, zack. Bam. Und den Rest machen wir mit dem Schwert. Scheiße. Komm. Komm her. Zack. Nichts zu plündern. Die geben leider auch nichts. Dann gucken wir da nochmal. Da oben ist noch einer. So, das reine Mana nehmen wir wieder. Alter, wir haben auch keine Mana-Tränke mehr, wa? Aber es müsste vielleicht auch bald das neue Kapitel kommen. Das fünfte Kapitel. Und da gibt es überall wieder neue Tränke und neuen Shit. Ich glaube, Freunde, das wird ganz gut laufen. So. So, erstmal ihn hier. Da haben wir echt, muss ich sagen, wirklich die richtige Kombi gewählt, so, was die Runen angeht. Komm, spring, Peter, spring. Der macht irgendwie nichts. Na dann. Sagt nichts dazu. Eisblock. Nice. Okay. Ryan ist Mana. So, jetzt nimmt er das... Es ist einfach nur merkwürdig hier. Ich will hier weg. Jetzt nimmt er den Feuerball nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich lege mal nochmal alles ab kurz. So. Nee, macht er nicht. Ist nicht drin. Oh, ist einfach nur nervig, ey. So, es gehen aber auch gar keine mehr. Ich kann aber noch... Ja, ich kann noch speichern. Ich speichere jetzt einfach mal zur Sicherheit hier. Was für eine Folge, ey. Peter, hör auf zu laufen. Lauf wieder normal. Lauf schnell. So. Kümmern uns erstmal um den Wolf. Komm mal her. Komm mal her, du kleiner Scheißer. Zur Not müssen wir den Golem jetzt auch noch mit dem Schwert machen. Aber das machen wir fix, Freunde. Wie der sich umguckt. Komm mal her. Oh, Alter. Hier, überall diese... Lässt er die Rune fallen. Jetzt geht er. Jetzt geht er, Freunde. Der Peter lässt sich nicht beirren. Zack, Feierabend. Dankeschön. So, was gibt's da noch? Eine Heilwurzel. Na, wunderbar. Ein Elixier der Heilung. Ein Heilkraut. Ich nehme übrigens immer noch im Voraus auf, Freunde. Alter, es ist einfach... Das Spiel flasht mich auch gerade wieder so, ne? Das ist gerade so spannend mit den Drachen auch. Also ist auch natürlich sonst auch immer spannend, aber jetzt gerade, man will das einfach irgendwie durchziehen. Und ich habe frei, Freunde. Ich kann nichts anderes machen als aufnehmen. Ich habe ja sonst kein Leben. Ich habe ja sonst keine Freunde oder so. Wo geht's denn da noch hin? Guck mal, hier kommen wir noch hoch. Gibt's hier noch was Feines? Anscheinend nicht. Nee, da ist nur so eine... Nee, ich dachte, da wäre eine Rille. Doch, hier ist tatsächlich eine Rille, da kann man unten durchgucken. Auch nicht schlecht. Wie, der Schnee ist nur Attrappe. Ja, das ist einfach nur so, einfach nur aufgestellte Pappen hier. So. Ja gut, dann sind wir hier durch. Gehen wir noch zurück. Oh, da oben, guck mal, da oben wartet noch einer. Ach ja, geht ja nicht mehr. Freunde, ich habe da aber auch überhaupt keine Bedenken, weil es war jetzt der letzte Drache und was soll noch kommen? In diesem Kapitel meine ich. Das hat, glaube ich, nicht gereicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach mal hoch zu dem Kollegen. Das Mana noch reicht. Jawohl, zack. Ja, du siehst auch einfach den Ball nicht mehr. Es ist ganz komisch, Freunde. Ganz merkwürdig.
So, Tschüsschen. Mit einem Küsschen. Hier auf der alten Taverne. Was haben wir denn hier? Eine Weidenbeere. Und ein Snapperkraut. Und eine verschlossene Truhe. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Wunderbar. Wacholder, gebratenes Fleisch, Degen, Gold, Dietrich. Alles nehmen wir mit. So, dann ist die Zeit auch schon rum. Ich würde sagen, wir rennen aber noch wieder zurück. Und, da sind auch noch zwei Eisgolems, glaube ich. Und dann machen wir Schluss für heute. Kranke Scheiße, ey. Ist aber schön, dass es dafür auch ein anderes Geräusch gibt. Ich finde so, ich bin so ein Fan von so Kleinigkeiten in Spielen, wie eben andere Schrittgeräusche auf Schnee und so weiter. Das finde ich immer ganz cool. So, jetzt was den Kollegen, was soll der Geiz? Den machen wir jetzt auch noch mit dem Schwert. Hauen wir den um. Komm her, Echsenmänner! Guck mal, der hat auch gar nicht mehr viel. Da drüben ist noch... Und hier war damals der Reislord. Hier haben wir damals das Wasser verteilt für Lefty. Lefty schickt mich. Du siehst durstig aus. Ja, komm, der zückt schon wieder. Ich sehe das doch. Oh, oh. Großer Feuerball. Komm her. Ja, ja, komm. Zack. Nice. Was gibt's denn jetzt hier drin? Wein. Und es schneit hier drin übrigens auch. Dach ist nicht dicht. Wein nehmen wir alles mit. Großer Lederbeutel. Was ist das? Großer Feuersturm. Den hätten wir natürlich beim Drachen wahrscheinlich gebrauchen können, aber ganz ehrlich, da behalte ich mir die Spruchrollen lieber, weil ich die vielleicht noch für die Rune brauche. Ring der Ver... So, ich setze mich mal auf den Ring der Verteidigung einfach... Nicht das schon wieder. So, wir haben den Ring auf jeden Fall. So, okay. Dann war es das auch hier anscheinend. Gibt es da oben noch irgendwas? Ich guck mal schnell hoch. Ja, Wacholder gibt's hier noch. Den hätte ich nämlich sonst übersehen, Freunde. So, komm, Peter. Ruf da. Na, okay, wird nicht. Das wird nicht, das sehe ich doch jetzt schon. Also, und jetzt müssten wir eigentlich hier soweit alles haben, nur noch auf dem... Wo kommen die denn her? Hatte ich die nicht umgebracht? Ich weiß, Freunde, die Zeit ist knapp. Aber die machen wir jetzt noch. Ich will Schluss machen mit dem Scheiß, der Scheiß Eislandschaft hier. Oh oh. Okay, mit zwei Anlegen ist vielleicht doch nicht so clever. Oh, Alter. Oh, Junge, fuck. Die halten gut aus, die Jungs. Muss man mal so sagen. Ich glaube, das bringt nichts, Freunde. Ich glaube, ich muss abhauen. Sonst bin ich gleich tot. Tot, Mause, tot bin ich dann. Schnell, 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 Peter, mach einen Abgang. So, pass auf. Reine Lebensenergie. Was ist das hier? Nee, das bringt mir alles nichts. Ich dachte, das wäre irgendwas Permanentes. Okay. Weißt du was, jetzt gönnen wir uns hier nochmal das Unwetter. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Müsste ja eins reichen eigentlich. Nein, natürlich, es funktioniert nicht. So, ein Scheiß, aber wir sind ja hier gleich fertig. So, kein Mana mehr da. Zack. Das war nicht so gut. Komm, trink. Peter, trink. 4. So, das müsste reichen. Nein, reicht noch nicht ganz. Gut, aber machen wir erstmal ihn hier. Nein, lad ihn doch auf. Jawohl. Warum tritt... Diese scheiß Eiswelt. Alter, die kotzt mich so an. Das ist doch nicht normal. Komm. Ich hoffe, das ist später wieder anders. Ich hoffe, das liegt wirklich nur an dem Gebiet hier. So. Bitte. Komm her. Jetzt er noch.
Weißt du was? Mach mal Feierabend. Tschüss. So, und jetzt schnell weg, Freunde. 35 Minuten, 36, knapp. Ich würde sagen, jetzt machen wir ganz fix hier ein Ende. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich speichere hier gleich nochmal. Mache hier auf den guten Gorn. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder mit Musik. Da wir wieder ein bisschen Atmosphäre ins Let's Play bekommen. Mein Gequatsche ist ja doch ein bisschen nervig. Also, bis morgen. Macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.